Wir haben noch zwei Spiele vor uns in diesem Podcast, bevor es endgültig zum Ende kommt. Ja, es ist schon spät bei uns. Ihr hört das wahrscheinlich in zwei oder gar drei Parts, werte Zuhörer oder Zuschauer. Wir ziehen das gerade am Stück durch und ja, es ist schon spät, sagen wir es mal so. Sehr spät, ja. Aber nichtsdestotrotz, wir ziehen das jetzt noch durch, diese zwei Themen, nämlich Resident Evil 4. Damit wurde ja, ja, Capcom war in einer Krise, die haben sich ein bisschen Zeit gelassen und sie wollten unbedingt das Genre, meiner Meinung nach war es nicht unbedingt nötig, aber sie wollten es unbedingt, ja, zeitmoderner gestalten, sie wollten es ein bisschen neu erfinden und dabei herauskam irgendwann mal Resident Evil 4. Sie haben sich schwer getan, denn sie haben mehrere Versuche gestartet. Da hat man hier und da mal was mitbekommen. Es gab E3-Trailer zum Beispiel von einem Resident Evil 4, die man heutzutage nie in der finalen Version gesehen hat. Das gab es auch damals schon zu Resident Evil 2 Zeiten. Die hat man dann gerne Resident Evil 1.5 genannt und so, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Resident Evil 4, sie haben sogar ein bisschen herum experimentiert. haben dann festgestellt, nein, was sie da entwickelt haben, das driftet zu sehr ab. Dann haben sie es kurz daraufhin Devil May Cry genannt. Fand ich sehr amüsant. Nee, aber letztendlich kam halt doch ein Resident Evil 4 heraus. Und da möchte ich gerade noch kurz an Slayers Info anknüpfen, was er zu Resident Evil Gaiden meinte. Nämlich, dass sich Leon damals irgendwie infiziert hätte und so weiter. Das war eigentlich ein Hauptgedanke von Capcom damals, das weiß ich noch. Denn der Hauptgedanke damals bei Resident Evil 4 war, dass Leon, der Hauptcharakter, infiziert war. Und sich dann immer mit so einem Antiserum irgendwie heilen musste und so. Klang für mich interessant. Letztendlich kam es aber nicht durch. Ja. Gehen wir jetzt endgültig in die Gegenwart. Resident Evil 4. Ein etwas actionintensiveres Gameplay, möchte ich meinen. Ein bisschen weniger Rätsel, ein bisschen weniger Horror, dafür eben mehr Action und eine bessere Steuerung, möchte ich meinen. Ja, das ist aber nur meine Meinung. Wie seht ihr das? Wait. Soll ich anfangen? Aber gerne so. Doch, bitte. Ja. Also ich fand den Teil ganz okay. Also die Story war natürlich jetzt nicht so überragend, aber die Steuerung und so war, ja, ganz gut. Es gab halt keine Zombies mehr. Das waren so, ja, so Urzeitwesen oder sowas. Die haben so irgendwo eine Mine gefunden oder so, soweit ich weiß. Ihr könnt mich korrigieren, wenn es falsch ist, also. Machen wir dann. Auf jeden Fall haben die Dorfbewohner haben da irgendwo rumgehackt und dann sind die da in ihren Körper mit irgendwelchen komischen Pollen oder so einen Scheiß in ihren Körper eingedrungen und sind dann wieder zum Leben erweckt. Ja. Und dann hat man ja während des Spiels gesehen, dass ihre Köpfe aufgeplatzt sind und so komische fliegende kleine Monster rauskamen. Ja. Hört sich ziemlich krass an. Ja, also wie war jetzt nochmal die Frage? Also wie wir es fanden oder was? Allgemein, Resident Evil 4, dieser Sprung in diese neue. Ja, Ja. ja. Ja, also was ich muss sagen, erstmal allgemein fand ich Resident Evil ein sehr gutes Spiel. Ganz eindeutig. Allerdings, wie du schon sagtest, der Horror wurde drastisch reduziert. Weil umso mehr Action man hat, umso weniger Horror hat man. Also es kamen ja wirklich dann schon Gegnermassen. Und es war ja auch, wie gesagt, dann gar nicht mehr die übliche Ansicht, sondern man spielte dann von da ab mit der Über-der-Schulter-Ansicht 3D und ist mal in 3D da durch die Gegend gerannt von dem Teil an. Das hat mich, na gut, zunächst natürlich war es eben was Neues. Ich fand es auch erstmal gar nicht so schlecht. Was mich damals erstmal am meisten überhaupt gestört hat, war die Story. Also es war plötzlich
Plötzlich war Umbrella nicht mehr da und ich wusste nicht wieso und warum und was ist überhaupt los. Und dann es war viel später und Leon war bei irgendeiner komischen Organisation und ich wusste auch nicht warum und das fand ich alles scheiße, um es mal so ganz krass auszudrücken. Und dann noch dieses neue, gut, das fand ich ja nicht so schlecht, aber das hat mich irgendwie alles gestört. Ich fand, warum musste das so weit, so viel später einsetzen? Das hat mich damals zumindest sehr gefuchst. Und dann habe ich auch diese Granados oder wie die heißen, was Pianist eben gerade gesagt hat, mit der Mine, das weiß ich jetzt nicht. Das kann sein, dass das da ihren Ursprung hatte. Aber wie er schon sagte, das war ja so, dass da irgendwie das keine Zombies waren, sondern die wurden ja befallen, irgendwie von Parasiten. Und das war, glaube ich, auch, na, wie es jetzt, ja, jedenfalls, aber an sich war das Spiel, wenn man das dann immer außen vor gelassen hat, war das Spiel sehr gut. Man hatte auch wieder einen zweiten Charakter, nicht in dem Sinne, aber ja, so eine Art Sherry, auf die man aufpassen musste. Ja. Das war zum einen nett, zum anderen war es natürlich auch teilweise sehr nervig. Dann war es ja auch so, dass man einiges geändert wurde. Monster hinterlassen Geld, das war ja eigentlich ziemlich unlogisch und passte irgendwie gar nicht so richtig rein. Also die Sache da, dass man Waffen auch kaufen und upgraden konnte bei so einem Typen und so, das fand ich eigentlich eine ziemlich gute neue Geschichte. Also das hat mir gefallen, bloß dass man dieses Geld in den Monstern gefunden hat, das fand ich irgendwie ein bisschen sehr daneben. Auch wenn es, wie hätte man es sonst machen sollen, aber trotzdem, also das hat mir nicht so gefallen. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, im Allgemeinen, von meiner eigenen Meinung mal abgesehen, also hat Resident Evil 4 ja einen ziemlichen Meilenstein gesetzt und andere Spiele haben sich daran orientiert später. Und von daher war es wohl ein ziemlicher Erfolg auch für Capcom. Also, ja. So, das reicht erstmal. Ja, danke. Bevor wir mit Slayers Meinung weitermachen, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder und dann darf Slayer beginnen, was er von Resident Evil 4 hält. Also, Resident Evil 4, da möchte ich meine Meinung erstmal ein bisschen splitten. Zum einen einmal auf Story, einmal auf Gameplay. Storytechnisch hat mich das Spiel sehr enttäuscht. Zumal ich habe davor, direkt kurz bevor ich Resident Evil 4 gespielt habe, habe ich Code Veronica beendet zum ersten Mal. Eieiei. Und dann dieses Ende mit Chris obligatorischen Worten: Es ist Zeit, es zu beenden. Zeit, Umbrella zu Fall zu bringen. Ein für alle Mal. Und dann fliegen sie mit ihrem Jetta weg, wenn hinter ihnen alles in die Luft fliegt. Und dann, gut, kurz darauf, Resident Evil 4 rein. Im Intro: Auch Umbrella ist bankrott gegangen. Und ich: Was? Was soll das? Ich habe mich das so in mein Finale, meine Abrechnung mit Umbrella betrogen gefühlt, das glaubt ihr gar nicht. Und dann, auch im weiteren Verlauf, das Wiedersehen mit Leon und Ada, also, und die Charaktere waren größtenteils platt wie Pfannkuchen. Wobei ich sagen muss, es war okay, vom Charakter her platt, aber sie hatten Charisma. Das muss man ihnen lassen. Aber so storytechnisch hat mich doch enttäuscht. Dafür hat das Gameplay doch Spaß gemacht. Also das Neue war erfrischend, obwohl ja es nicht mehr wirklich was mit Resident Evil zu tun hatte. Ja, Umbrella weg, T-Virus weg, Leon noch da, das war das Einzige, was es eigentlich an Resident Evil richtig bindet. Und daran hat man dann halt später aufgebaut. Irgendwie nämlich dem Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami, der Resident Evil 4 gemacht hat. Ja, diese Veränderung auch irgendwie übel, bin ich ganz ehrlich. Das, ja, weil, okay, klar, man musste die Serie irgendwie verändern. Man konnte nicht wieder das alte Gameplay von 1996 ausgraben. Aber mein Gott, musste man deswegen das ganze verdammte Genre umändern. Ja, genau. Ja. Brauchen Zombies. Zombies, hey, klappen immer besser. Immerhin waren es Zombies. Ja, das da kann ich euch nur recht geben. Also klar, man musste irgendwie
mit dem Trend weitergehen. Und das Gameplay an sich ist gut. Also ich mag diese Schulterperspektive, sage ich mal. Ich finde die sehr gut und zielgenau und alles, das passt alles. Aber warum muss man dann den Horror reduzieren? Warum muss man die Rätsel reduzieren? Warum muss man das reduzieren, was Resident Evil damals ausgemacht hat? Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum gerade den Horror? Ich meine, das kann man nicht auf das Gameplay jetzt irgendwie draufschieben, dass das halt wegfallen muss. Das sieht man jetzt zum Beispiel bei Dead Space. Das kann durchaus funktionieren. Also, schade. Schade, dass es so actionorientiert ablief, ab Resident Evil 4. Nichtsdestotrotz hatte es ja noch hier und da seine guten Momente, möchte ich meinen. Also, jetzt im Vergleich zu Resident Evil 5, aber dazu kommen wir später noch. Eine Sache, die bei Resident Evil 4 sehr, sehr nervig ausfiel, die ja Dreambird auch schon erwähnt hatte. Bisher war es ja so, dass man auf irgendeine Weise einen Partner hatte. Hatte man in Resident Evil 4 auch, aber dieser Partner war nicht unbedingt hilfreich. Er war eher nervig, störend und irgendwie immer nur im Weg. Es handelte sich um Ashley, die man halt diesmal mehr beschützen musste. Und in manchen Situationen hatte man da auch ärgste Probleme, sie zu beschützen. Wie fandet ihr dieses Element, sage ich mal, diesen Beschützerinstinkt bei Resident Evil 4, den man da an den Tag legen musste? War das wirklich nur nervig oder hatte das auch seine positiven Seiten? Also ich finde, es hatte auch seine positiven Seiten. Ich fand das Element an sich, also das, dieses... dass man da jemanden hat, den man beschützen muss und dass ja dann eben auch das Spiel vorbei ist, wenn man es nicht schafft. Also ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, bloß es war wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, teilweise extrem schwer. Und teilweise hat es einen auch behindert. Also man hätte es vielleicht so machen können, dass er auch ein bisschen hilfreich ist. Also man hätte das so splitten können, dass sie zum einen zwar beschützt werden muss, aber einem in irgendeiner Form auch wenigstens hätte helfen können. Mhm. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber an sich die Idee finde ich eigentlich nicht schlecht. Und ich meine, die gibt es ja auch in anderen Spielen. Ich wüsste jetzt gerade nicht jetzt eben ein Beispiel, aber gibt es. Und ist an sich keine schlechte Sache. Bloß es war halt ein bisschen zu viel des Guten, meiner Ansicht nach. Teilweise zumindest. Jo. Ja, das stimmt. Sonst noch welche Meinung dazu? Ja, die war doch dann während des Spielverlaufs auch öfters mal wieder weg, ne? Mal öfters, ja. Ach, da haben wir sie wieder und dann kommt irgendwo eine Falltür und dann ist sie schon wieder weg. Es gab ja glaube ich eine oder höchstens zwei Sequenzen, da hat man sie selbst gespielt und das war richtig geil, muss ich sagen. Da war man wirklich mal wieder dieses Opfer, dieses Hilflose, und da musste man schauen, dass man schnell durchkommt oder schnell einen Schlüssel erhascht. Ich kann mich jetzt nur an eine Szene erinnern, wo man das machen musste, und da hätte ich mir echt mehr davon gewünscht bei Resident Evil 4. Was ja auch schade war, in unserer Version gab es das nicht, aber in der späteren Version kam das raus, dieser, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, auf jeden Fall das Afterplay mit Edda Wong, das dann kam, war ja sehr interessant, einerseits zumindest, andererseits fand ich es mal wieder schade, was sie aus Edda gemacht haben, denn das aus dieser normalen Frau, aus dieser menschlichen Person, wurde auf einmal eine Superheldin, so kam es mir zumindest vor. Jo, was soll man dazu sagen? Das fand ich ein bisschen schade, wie sie inszeniert wurde. Hätte mir da mehr so diese menschliche Rolle gewünscht, wie es dann bei Ashley der Fall war. Naja. Das ist schade. Was du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt ja zwei zusätzliche Optionen nach Resident Evil 4. Mhm. Es sind einmal Separate Ways und einmal Ada's Assignment. Ich weiß jetzt nicht, welches ist, das bringe ich durcheinander. Ich meinte Separate Ways, also da, wo man mit Ada noch ein paar Kapitel spielt. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt
Jetzt bin ich irgendwie abgekommen. Egal, ich bin sowieso eigentlich gar nicht dran. Nur zu, also. Nee, ja. Nee, der nächste, bitte. Ja. Zu Ashley könnte ich noch kurz was sagen. Und zwar, ja, ich finde sie okay. Sie hat zusätzlichen Druck ins Gameplay gebracht. Nur ihre Stimme war verdammt nervig. Leon, hey! Oh ja, und immer wieder hat sie es wiederholt. Ansonsten fand ich die ganz okay. Und ja, sie war wirklich noch mit das menschlichste, der menschlichste Charakter in dem Spiel. Mhm. Ada haben sie ja ziemlich überzogen, aber auch Leon wurde schon ziemlich übertrieben dargestellt, finde ich. Ja. Wie, ja, mal eben auf diesen Giganten hochklettern und den Parasiten oben messern. Ja, leider, leider. Ja, also, wenn man da an Resident Evil 2 zurückdenkt, dann denkt man sich, ja, warst du bei den Marvel Superheroes in Trainingscamp oder keine Ahnung, oder... Ja, also, wie die Charaktere da aufgezogen wurden, ich weiß nicht. Sie hatten Charisma, aber ansonsten recht platt, emotionslos. Am besten fand ich Krauser, also diesen, ja, Söldner da, der sich dann so Messerduelle mit Leon geliefert hat. Das stimmt, ja. Ja. Aber ansonsten, naja. Ja, das Zwischenmenschliche hat einfach gefehlt. Das, was ja. man in den früheren Teilen in Code Veronica und Teil 2 so bewundern konnte, einfach... In Teil 4 war das alles so, ja, fremd und hat einen kalt gelassen, weil das waren eh Superhelden, die haben das eh gemacht auf ihre Art und Weise und da konnte man nicht mitfühlen, also, ich weiß nicht. Naja. Aber für Ashley haben sie dann auch später ein eigenes Spiel gemacht, ne? Eigenes Spiel? Als Fiona bei Haunting Ground. Das kommt hin, ja, doch. Sehen sich ziemlich ja. ähnlich. Von der Naivität her, doch, ja, doch, ja. Okay, bleiben wir bei Resident Evil. Da kam ja noch so ein Teil raus, nämlich der 5. Jawohl. Der heutigen Generation, juhu. Ja, Resident Evil 5. Ja, bevor ich was ablasse, einfach mal eure Meinung zuerst. Das Resident Evil für unsere Ego-Shooter-Freunde von Call of Duty und Counter-Strike. Können sie auch mit den Kollegen zusammenzocken, ne? Ja. Hast du noch was? Nö, du kannst auch gerne so weitermachen. So. Ja, ich will mal, weil ich komme mir mal so ein bisschen so vor, als würde ich... jetzt hier immer vorpreschen, also ich möchte euch auch ausreden lassen. Nee, aber okay. Ja. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, der Koop-Modus, das finde ich eigentlich noch das einzig Gute an Resident Evil 5. Also man muss ganz klar sagen, für mich der schlechteste Teil überhaupt, zumindest von der Hauptserie. Klar, er ist so wie Resident Evil 4 von der Game-Mechanik her. Aber es ist irgendwie emotionslos. Es ist noch mehr Geballer, noch mehr Action. Die Story, ehrlich gesagt, die habe ich mir überhaupt nicht gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Außer, dass Jill irgendwie auch... von Wesker mit irgendwas infiziert war oder irgendwie so war das. Und das Jill hat mir da auch nicht gefallen und ich weiß nicht, da hat mir eigentlich überhaupt nichts gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, war aber glaube ich bei Code Veronica hat man zwar auch schon gesehen, aber bei Resident Evil 4 bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber da kam Wesker in Resident Evil 4 vor? Nee, glaube nicht, ne? Ja, bei Separate Ways. Achso, ja, aber im Hauptspiel nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde das doch so übertrieben, seine Kräfte da. Also das finde ich ein bisschen sehr überzogen. Weiß ich nicht. Okay, mag vielleicht wer anders andere Meinung sein, aber
Also da hat die Story hat mir absolut nicht zugesagt. Ich habe die mir auch nicht gemerkt deswegen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht. Dann dieses Setting in Afrika, das fand ich überhaupt nicht passend. Dann die Zombies, dass die alle schwarz waren. Also es war ja, hat ja im Vorfeld auch schon Probleme gegeben da für Capcom. Nee, das gut, es waren ja auch keine Zombies wieder. Ich weiß gar nicht, waren das auch diese Granados oder was anderes? Habe ich mir auch nicht gemerkt. Also ich daran alleine merkt man ja, dass ich mir das gar nicht gemerkt habe, weil es mir absolut nicht gefallen hat. Also das hätten sie sich eigentlich fast schenken können. Also wenn der Koop-Modus nicht wäre, könnte man das im Grunde fast vergessen. Also ist meine Meinung. So. Wir hatten wirklich Probleme, weil die Typen schwarz waren? Ja, ja, da gab es am Anfang, also ich meine das damals gelesen zu haben, dass sie da rassistische Vorwürfe bekommen haben und so. Aber, ja, das stimmt, das war nur anfangs so, also dieses Diskriminieren, das hat sich dann, ja, nach dem zweiten Trailer oder so hat sich das wieder gelegt. Es hat sich gelegt, weil Capcom so freundlich war und noch ein paar weiße Gegner in die Macht gemischt hat. Gleichberechtigung für alle, ne? Genau. Aber ja, okay, meine Meinung, hilft ja nix. Ich geb's zu, ich musste mich zwingen, diesen Teil durchzuspielen. Ja, spätestens da, wo man sich so schön in Deckung werfen musste und so aller Gears of War aus der Deckung schieben musste, da war für mich Schluss. Ganz ehrlich, und die Charaktere, ich meine, hallo, Chris, was hast du mit deinem Arm gemacht? Wie viel Anabolik hast du da reingepumpt? Wesker macht einen auf Matrix-Move. Jill gleich hinterher. Hallo! Ja, das stimmt. Unmenschlicher geht's nicht mehr. Also. Dann noch, seit Resident Evil 1 schmiedet Wesker seine Pläne im Hintergrund. Und dann in Teil 5 die große Enthüllung. Was plant er? Was hat er vor? Wenn ich die Menschheit, nur die Auserwählten, Erlesenen überleben und ich werde mich zum neuen Gott aufschwingen, bla bla bla. Im Endkampf gibt's ein Zitat von Chris, das passt so wie die Faust aufs Auge, das sagt Chris nämlich, nee, Wesker sagt, die Menschheit muss gerichtet werden. Und darauf Chris, sag mal, hast du all deine Ideen von Comic-Schurken geklaut? Echt? Das ist wirklich so im Spiel und ich habe gedacht, bringst es auf den Punkt. Ja. Mann, das ist doch nicht der Wesker, der die restliche Reihe der so dominiert hat, oder? Was haben die aus Wesker gemacht? Und na gut, die übrigen Charaktere, die waren mal wieder platt wie und ich weiß schon gar nicht mehr, wie es. Naja, geil. Auf jeden Fall. Mann, hab ich mich über diesen Teil geärgert. Das Hauptspiel mag ich zu 90% gar nicht. Was mir gefällt, sind die ganzen Dokumente, die man findet. Die zum Beispiel das Finden des T-Virus, also die ganze Hintergrundgeschichte zum T-Virus erklärt. Die Dokumente mag ich, aber den Rest, eingeborenen Gegner und in den Ruinen sind wir zwei Tomb Raider. Nein, ich mag es wirklich nicht. Ja. Ja, muss man genau aufpassen. In einer Szene springt Lara Croft vorbei. Du hast geblinzelt, das war deine Partnerin Sheva. Oh. So, die gibt's ja auch noch. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Sheva ist eine heiße Braut, aber sonst aber sonst kann das Spiel nichts aufweisen. Ich kann euch da nur zustimmen. Resident Evil 5, da wurde konsequent der Horror von, also jetzt im Vergleich zu Resident Evil 4, von 10% auf 0% reduziert und Action war wirklich im Vordergrund. Es gefällt mir überhaupt nicht. Hätte es irgendeinen anderen Namen, wie du schon sagtest, würde es Gears of War oder sonst irgendwie heißen, dann wäre es vielleicht lustig. Ja, es wäre interessant. Aber für ein Resident Evil ist es einfach nur eine Beleidigung, weil es hat nichts mehr damit zu tun. Die Charaktere sind Superhelden, sie haben überhaupt nichts mehr Menschliches an sich. Egal welchen. Man findet keinen einzigen mehr, der noch ansatzweise menschlich wirkt oder irgendwie realistisch, mit dem man sich identifizieren könnte, so wie es damals noch war. Nee, es ist nichts mehr übrig. Es ist einfach nur traurig. Und ja.
Also ich frage mich da, was hat Capcom sich dabei gedacht? Haben sie nur gedacht, Mensch, wir müssen die ganzen jugendlichen, tollen Leute erreichen, die jetzt hier auf Dauerballern stehen? Oder was haben die sich dabei gedacht? Ganz ja, ehrlich, also das genau. frage ich mich. Ja. Das Einzige, was man dem Spiel vielleicht zurechnen kann, was mir persönlich Spaß gemacht hat, ist der Koop-Modus, wie schon erwähnt. Der hat mir mit einem Kumpel Spaß gemacht, so nach dem Motto, komm, wir zocken jetzt ein Action-Spiel zusammen durch. Aber dass das Spiel Resident Evil heißt, da kann man sich eigentlich nur fremdschämen. Das will man eigentlich unter den Teppich kehren. Also, Ja. Also Resident Evil 6 kann eigentlich nur besser werden. Dazu kommen wir abschließend noch. Okay. Aber eine Frage noch dazwischen, nämlich, was ja heutzutage auch nicht mehr wegzudenken ist, DLC. Was auch bei Resident Evil 5 der Fall war. Da hat man ja, was bei Resident Evil 4 noch gratis dazu kam, zum Beispiel Separate Ways mit Ada Wong, kann man sich jetzt bei Resident Evil 5 dazu kaufen, dann bekommt man noch ein bisschen extra Mission oder wie man es auch nennen will, oder so, man kann sich, glaube ich, sogar Kostüme und so muss man sich mittlerweile käuflich erwerben, nichts mehr mit Freispielen, nö, man muss sich da teilweise, muss man da auch blechen dafür. Zumindest zum Teil. Was haltet ihr jetzt von diesem Trend jetzt schon wieder? Also ist das jetzt wirklich 100% zu verachten oder kann man auch sagen, ach komm, das ist jetzt eine neue Art von Add-on, da kann man auch Geld hinlegen? Also spielrelevante Add-ons kann man sich kaufen, aber so Kostüme oder sowas, das ist für mich wieder nur ein Grundgeld zu machen. Die suchen sich halt alles raus, so mit was kann ich jetzt Geld machen, ne? Also das wird halt vermarktet. Ja, muss ich zustimmen. Kostüme würde ich mir auch nie im Leben kaufen. Add-ons, ja klar, wenn sie gut sind. Ich muss zugeben, ich habe sogar diese Add-ons für Resident Evil 5, ich habe die aber nie gespielt, weil ich habe Resident Evil 5 auch wie du, John, mit einem Kumpel durchgespielt, Co-op, und der hatte, glaube ich, nicht die Dinger, oder ich weiß es nicht, wir haben dann auch aufgehört, und ich habe mir zwar sagen lassen, dass das eine sehr gut sein soll, aber ich habe es nicht gespielt. Und was jetzt so ansonsten solche Sachen angeht, ist es natürlich schade, wenn man jetzt sowas nicht mehr freispielen kann. Ich denke mal, andere Sachen kann man sich vielleicht noch freispielen. Aber dass solche Sachen, also sowas wie Separate Ways und Ada's Assignment bei Resident Evil 4, werden sie wahrscheinlich nie wieder freispielbar machen, weil sie damit ja auch gut Geld machen können. Ja, das ist schon ein bisschen bedauerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber allgemein sollte man das nicht verteufeln, also dass man sich da Add-ons dann eben auch runterladen kann. Das ist ja dann mehr der Fall mittlerweile, als dass die auf DVD oder so rauskommen. Das ist an sich keine schlechte Sache, je nachdem, wie viel man dafür bezahlen muss. Also es gibt sicherlich auch Add-ons, wo man sagt, ne, das ist das Geld nicht wert. Also unterschiedlich. Ja, sehe ich eigentlich genauso. DLCs sind in Ordnung. Ja, mich interessieren persönlich nur die, wo halt auch die Story vorantreiben. Oder halt zumindest Story-relevant sind. Und ja, Dreamert hat das schon mal angeschnitten. Ich habe auch die DLCs zu Resident Evil 5 gespielt und eins davon ist wirklich gut. Also spielenswert. Und zwar das erste, in Albträumen verloren. Das hat mich verdammt positiv überrascht. Gefällt mir sogar besser als das Hauptspiel. Okay. Ja. Und zwar, ihr wisst, in Resident Evil 5 das Spiel beginnt und das erste, was man noch im Intro sieht, ist Jills Grabstein. Später erzählt dann halt Chris, wie es dazu gekommen ist. Und später stellt sich halt heraus, dass es halt doch noch lebt und bla. Aber in diesem DLC, in dem ersten, spielt man nach, was damals passiert ist. Das heißt, ja, es ist diese Mission und es ist wieder ein gottverdammtes Herrenhaus. Ach so. Ja, draußen donnert, es ist neblig, es ist unheimlich, es hat wirklich Atmosphäre, es gibt sogar sowas wie Türanimation.
Es gibt Rätsel in dem Ding. Mehr Rätsel als im ganzen Hauptspiel zusammen. Ja. Und es gibt dann noch ein besonderes Easter Egg, was ich noch schnell hervorheben möchte. Wenn ihr dann DLC spielt, untersucht, ich glaube, ja, dreimal was. Untersucht dreimal die Eingangstür des Hauses. Also versucht dreimal das Haus zu verlassen. Dann habt ihr urplötzlich wieder die ganz klassischen Kameraperspektiven aller klassischen Resident Evil. Ja, sehr geil. Plus Steuerung. Aber leider nur im Hausabschnitt. Was danach kommt, ist dann wieder Schulterperspektive. Aber dieser DLC ist lohnenswert. Gefällt mir besser als das Hauptspiel. Den könnt ihr euch gerne mal antun. Das klingt echt geil, also das muss ich zugeben. Ja. Zumal ich auch zugeben muss, Häuser, diese ganzen Räume und so, das hat Capcom viel, viel geiler drauf als diese Außenareale. Und es geht dann noch in den Keller runter und da gibt es auch schöne Rätsel, wofür man sogar dann die Gegner mit einbinden muss. Also darauf muss man auch erstmal kommen. Also echt, das ist ein Blick wert. Der zweite DLC, das ist dann wieder, ja, wie das Hauptspiel. Dauer-Action. Naja. Da ich mal eine Zwischenfrage. Ist man dann auch, ist das dann auch Koop-Dings spielbar oder ist man da auch zu zweit oder wie läuft das ab? Ja, ist auch zu zweit spielbar. Der eine ist Chris, der andere Jill. Die beiden müssen sich stellenweise sogar trennen, um weiterzukommen. Dann kann man halt ja wieder wie Chris wirft Jill über eine Öffnung und sie öffnet dann zum Beispiel eine Tür von innen. Ja, ist Koop. Spielbar. Klingt ja geil, muss ich zugeben. Also vielleicht schaue ich mir das Asch an. Und, ja. Das ist echt ein Blick wert. Also wenn ihr Resident Evil 5 nicht mögt, dann könnt ihr diesem DLC zumindest eine Chance geben. Ja. Jo, werde ich vielleicht auch nochmal machen. Ich muss mich allerdings das Spiel nochmal besorgen. Okay, gut, danke für den Tipp. Also das klingt wirklich besser wie das Grundspiel. Also faszinierend. Okay. Ja, mit Resident Evil 5 hat ja diese Main Story, gerade wenn man jetzt an Wesker und Chris jetzt auch denkt, da hat ja so ein richtiges Kapitel jetzt abgeschlossen, kann man sagen. Bei Resident Evil 6, es ist noch nicht viel sicher, aber eines ist sicher, das hat Capcom uns versprochen und da bin ich, ja, da hoffe ich schon vieles darauf, auf dieses Versprechen, soll alles anders werden, denn mit Resident Evil 6 möchte man wieder einen Reset starten, man möchte zu den Wurzeln zurückkehren, das hat zum Beispiel Konami bei Silent Hill jetzt auch angeschlagen, jetzt mit Downpour, das nächstes Jahr erscheint, beziehungsweise, ja, ich sag lieber 2012, es ist ja sehr bald nächstes Jahr. Capcom möchte da auch wieder mehr Horror einbringen, man weiß aber noch nicht genau, wie sie es anstellen. Ich bin da ja mal wirklich gespannt. Das Einzige, was man zum Teil 6 weiß, es wird höchstwahrscheinlich in Tokio oder in irgendeiner asiatischen Stadt spielen, mehr weiß man nicht. Aber fernab dieser Info, wie wünscht ihr euch ein Resident Evil 6? Wie soll das aussehen? Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ja jetzt gesagt in Tokio, also ich wusste da jetzt auch noch fast überhaupt nichts drüber, außer dieses Versprechen, was du schon sagtest. Ich hoffe natürlich sehr, dass es nicht wie Resident Evil 5 oder Resident Evil 4 hauptsächlich außerhalb stattfindet, sondern mehr innerhalb wieder. Wie du schon sagtest, das können sie besser, das ist auch irgendwie atmosphärischer, gruseliger, was auch immer. Da hoffe ich sehr drauf. Dann hoffe ich natürlich drauf, dass wieder mehr Rätsel dabei sind, ganz klar. Ja, mehr Atmosphäre, mehr Rätsel, nicht so viele Monsterhorden wie bei Resident Evil 4 und 5, sondern eben, ja, in dem Umfang wie bei den alten Resident Evil Teilen oder vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht so übertrieben wie bei den 4 und 5er Teilen. Und was jetzt die Spielmechanik an sich angeht, würde ich sagen, also ich kann mir nicht vorstellen,
Und ich, das werden sie auch nicht tun. Die werden das nicht wieder mit dieser Spielmechanik von den alten Teilen machen. Das ist halt einfach alt und nicht mehr aktuell. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass es schon in der Art machen, wie jetzt Teil 4 und 5 auch mit der Schulterperspektive, dass es möglich ist, da auch sowas Gruseliges zu machen. Das sehen wir jetzt wahrscheinlich bei Revelations und hat man ja wohl auch gesehen, wie Slayer gerade gesagt hat, in diesem Add-on. Und ja, ich denke mal, wenn sie es so machen, dann können wir uns ja vielleicht freuen. Achso, und es wäre auch ganz schön, wenn sie vielleicht nochmal überlegen mit dem Inventar, ob sie das nicht mal wieder ein bisschen anders noch gestalten wollen. Die Kisten vielleicht nicht mehr, aber irgendwie weiß ich nicht. Na, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht so ganz sicher, wie ich mir das am liebsten haben würde. Aber ich denke mal, sie werden sich schon was einfallen lassen und ja, hoffen wir mal. Ich denke mal, das wird wohl vor 2013 nichts werden mit Resident Evil 6. Das stimmt, ja. Ach so, und was mir noch einfällt, es wäre auch schön, wenn sie vielleicht nochmal zwei verschieden spielbare Charaktere machen würden. Ja, das stimmt. Das wäre schön klassisch. Ja, und Koop-Modus braucht gar nicht dabei sein, weil das ist dann doch widerspricht dem Gruseln. Da hast du recht, ja. Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also Resident Evil 6 stelle ich mir so vor, dass es natürlich gameplay-technisch muss es neue Wege gehen. Es kann nicht mehr einen Rückschritt machen, wie es damals war. Es hat mir zwar gefallen, aber klar, man möchte die heutige Zielgruppe auch ansprechen, man möchte komfortabel sein, es muss alles ein bisschen einfacher sein, ist ja heutzutage so, und ich denke, man kommt nicht drüber hinweg, dass es mit bei dieser Schulterperspektive und so weiter bleibt, aber man kann ja trotzdem diese Horrorkomponente weiter ausbauen. Das sieht man, mein Musterbeispiel dafür ist einfach Dead Space. Das ist zwar ein Science-Fiction-Setting, aber man stelle sich das jetzt einfach mal vor, wenn man rüttelt das nochmal schön um in ein Horror-Setting, in einem heutigen Zeit-Setting, dann ist das eigentlich für Resident Evil ein wunderbares Nest, wo die sich einnisten könnten. Die könnten da wunderbar auch wieder die Zombies meinetwegen ins Leben rufen. Ich bräuchte da nicht irgendwelche manipulierten Marionettentypen da wie in Teil 4 und 5. Nee, klassische Zombies, die klappen heute immer noch wunderbar. Warum nicht? Irgendwie in einem Dead Space Setting verpassen, das ist richtig gruselig, das kann schocken. Und dafür ist Resident Evil, war es damals schon bekannt, das würde klappen. Inventartechnisch und so könnte man sich da sicher auch sich was überlegen. Ja, einfach ein gutes Mittelding finden. Natürlich auch wieder ein Fokus auf die Rätsel, ein bisschen den Adventure-Part nicht vernachlässigen, das wäre mir auch verdammt wichtig. Und dass diese Charaktere halt, vor allem, dass die wieder ein bisschen menschlicher werden. Das hat man zum Beispiel auch bei Dead Space erlebt, da hat man einen richtig menschlichen Typen gespielt. Ein Mechaniker, der sich da durchgekämpft hat. Man braucht keinen Superheld. Das wird überbewertet, meiner Meinung nach. Also, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Was ich mir auch noch wünschen würde, rein storytechnisch, dass gerade wenn es vielleicht wieder ins Richtung Zombie gehen würde, dass sie es vielleicht storytechnisch vielleicht in der Umbrella-Zeit einordnen. Also, dass sie es vielleicht ein bisschen... Was geschah zwischen, ich sag mal, Resident Evil 3 und 4? Da ist ja eine große Zeitspanne dazwischen, dass sie es vielleicht da Resident Evil 6 einordnen würden. Das würde mir persönlich gefallen. Da könnte man dann zum Beispiel auch interessantere Charaktere wieder einbringen. Beispielsweise Sherry könnte ja als ein bisschen erwachsener sein. Das wäre verdammt interessant, was aus der geworden ist oder so. Oder so Randcharaktere, die man jetzt vielleicht wieder fast vergessen hätte. Ich bräuchte jetzt Leon und Chris jetzt nicht unbedingt. Da gäbe es viel andere interessante Charaktere. Naja. Ja. Pianist? Aber ich denke nur, dass das so zwischenei kommt. Weil die Teile waren jetzt immer hintereinander, ne? So. Von den Ablegern abgesehen, ja, das stimmt.
Aber die brauchen jetzt einen neuen Fiesling, weil sie ihren Wesker so übel abgesägt haben. Ja. Sie hätten eigentlich auch genug Fieslinge. Ich habe ja jetzt gerade Code Veronica durchgespielt und da frage ich mich, da hat zum Beispiel Wesker davon gesprochen, er hätte, wir können ja jetzt ruhig spoilern, ne, das LP ist fertig und so, da hat Wesker zum Beispiel gesprochen, er hat irgendwie diese T-Veronica-Viren von Steve, hat er noch weiterhin und so. Mein Gott, sie haben sie haben Wesker so oft wieder ins Leben gerufen, warum jetzt nicht Steve oder sonst irgendjemand oder... Es muss doch nicht immer Wesker sein, da gab es doch noch mehr Bösewichte in dieser Welt. Oder den Polizeichef. Warum nicht? Gäb's genug, also. Die Spencer-Reani-Dings, wie nennt man es? Reinkarnation. Den hat ja Wesker umgenietet. Zack. Markus ist ja auch wieder aufgetaucht. Ja, warum nicht? Kann ich, oder? Bitte. Okay, dann, ja. Gut, also zunächst mal, ich habe jetzt lange überlegt, was ich hier eigentlich noch sagen soll. Denn zum einen, ich glaube nicht, dass wir wieder klassische Zombies bekommen werden, John. Denn, ja, Resident Evil 4 und 5 haben sich gut verkauft. Von der Action-Schiene wird man sich nicht ganz verabschieden können. Man wird es wahrscheinlich wieder Schulterperspektive machen, ähnlich wie Dead Space, sofern sie wieder Horror einbringen wollen. Und die alten Zombies, die, ja, du schießt in den Kopf und weg sind sie. Also, die sind da eigentlich dann keine würdigen Gegner mehr für das Gameplay. So sehe ich das zumindest. Wenn müsste man halt diese schnellen Zombies aus dem Resident Evil Remake nehmen, aber naja, ich glaube nicht, dass wir eine Rückkehr der Zombies erleben dürfen. Und ja, was es mit Schurken angeht, ich würde ja gern Nikolai aus Teil 3 mal wiedersehen. Der würde sich gut passen. Ich meine, hey, er ist Russe, er ist doch, würde ein gutes Feindbild zu den Amerikanern abgeben. Okay, es wäre wieder ein bisschen klischeehaft, aber... aber hey, es wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, jetzt muss ich noch mal kurz was zu dem DLC verraten. Wo ich da vorhin so geschwärmt habe. Ja, und zwar findet man dort auch ein paar Notizen vom lieben Spencer. Und dort ist von einem Assistenten von ihm die Rede. Alex, sein Name. Ja, und er gilt als vermisst. Und es wäre doch ziemlich doof von Capcom, wenn man das nicht wieder aufgreifen würde. Ja, unser nächster Schurke wird meiner Meinung nach Alex heißen. Damit rechne ich zumindest und ja, sollen sie machen. Hauptsache, sie bringen wieder ein bisschen Horror in die Serie zurück. Mir geht es dabei weniger um die Monster, sondern um die Atmosphäre, um den ganzen Flair. Von mir aus auch gern mit Schulteransicht. Ich habe nichts gegen die Schulteransicht. Ich will nur den Flair, diesen Survival-Horror-Flair wieder haben. Und Charaktere, die ein bisschen menschlich sind, die einem auch ein wenig ans Herz wachsen. Ja, mehr Wünsche habe ich eigentlich gar nicht. Den Rest kann Capcom machen, wie sie wollen. Und, halt, Moment, eins noch. Bei Gelegenheit vielleicht noch ein paar vergessene Charaktere wiederbringen, wie John schon sagte, Sherry. Ich wüsste gern zum Beispiel noch, was aus Barry oder Rebecca nun geworden ist. Rebecca ist total untergetaucht. Von ihr ist nicht mal bekannt, ob sie überhaupt aus Raccoon City rausgekommen ist. Ja. Von daher... Das wären alle meine Wünsche an Resident Evil 6, wann immer es nun kommen mag, aber ja, lassen wir uns überraschen. Tja. Hauptcharakter Billy Cohen. Warum? Das wäre auch mal wieder lustig, aber ich glaube, Billys Geschichte ist soweit abgeschlossen. Der muss zurückkommen. Oder? Was will er denn hier? Was treibt ihn wieder in... zurück in die Resident Evil Geschichte, überlegt mal. Der ist froh, dass er draußen ist. Er ist eigentlich frei, er gilt als tot. Warum sollte er nochmal wiederkommen? Richtig. Bei Rebecca und Barry sieht es anders aus. Sie haben die Schrecken von Umbrella kennengelernt. Es ist anzunehmen, dass es vielleicht wie Chris und Jill
sich dem Kampf gegen den Bioterror verschrieben haben, aber es ist null, nix, nada über sie bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass Barry seine Familie in Kanada in Sicherheit gebracht hat. Dazu gibt's in Resident Evil 3 einen Epilog. Aber ansonsten, hallo, was, wo ist Rebecca? Hat sie die Rakete anfliegen sehen, wie sie in Raccoon City eingeschlagen ist, oder keine Ahnung? Ja, das ist eine gute Sache. Das wäre noch mein Wunsch an Capcom, diese Lücken, diese vermissten Charaktere, diese kleinen Lücken mal zu schließen. Ada Wong wäre auch so eine Sache. Gut, da haben sie in Teil 4 nochmal was rausgehauen, aber man weiß nichts über diese Frau im Grunde. Man weiß nicht, welche Organisation sie da letztendlich wirklich geholfen hat oder war es nur für sie selbst oder wenn ja, warum. Da ist auch noch Input nötig, finde ich. Da wäre auch noch viel Potenzial drin. Wenn man nicht weiß, wo die herkommen, dann kommen sie meistens aus China. Ada Wong, ja, das klingt doch ein bisschen chinesisch, oder? Das klingt chinesisch, ja. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, da gibt es viele Möglichkeiten. Rebecca wurde ja eben angesprochen. Man könnte, na gut, das wird nicht kommen, aber man könnte ihre Geschichte erzählen, wie sie aus Raccoon City entkommen ist. Andere Sache wäre noch die, was ich mir vorstellen könnte, jetzt, es ist ja wirklich mal so ein bisschen Fantasie schweifen lassen, aber das können wir ja ruhig mal machen. Sherry, sie könnte, die hat ja keine Eltern mehr am Ende, ne? Beide tot. Und könnte ja, was weiß ich, heimlich von Wesker aufgezogen worden sein oder so. Und kommt dann als Oberbösewicht in Resident Evil 6. Wer weiß. Naja. Dreambird, du wirst lachen. Ich glaube, sowas in der Art war vielleicht sogar mal angedacht. Inwiefern? Habt ihr schon mal von Weskers Report gehört? Ja, das habe ich mal gehört, aber leider nie gesehen. Das ist so halt ja ein Filmchen, das die Resident Evil Geschichte nochmal mit Weskers Worten zusammenfasst. Und dieser Bericht, die Erstauflage, schließt mit einer besonderen Szene ab. Da sagt nämlich Wesker, Sherry ist fest in unserer Hand. Oh Gott. Irgendetwas hat es mit diesem Mädchen auf sich. Und dann sieht man noch so Sherry da liegen, so eine Zellentür geht vor ihr zu. Ja, und da war vielleicht wirklich so mal was angedacht. Aber bei späteren Auflagen von Wesker's Report hat man genau diese Szene wieder entfernt. Oh Mann. Also hat man die Idee wahrscheinlich wieder verworfen. Schade. Ja, und ja, das letzte Aktuelle, was man von Sherry weiß, ist, sie wurde nach Raccoon City dem US-Militär übergeben und ja, jetzt hat, ja, keine Ahnung, vielleicht Saftschubse bei McDonald's. Keine Ahnung. Aber die Idee von Wesker's Report, wenn sie das weiter verfolgt hätten, das wäre doch mal ein guter Ansatz, oder? Auf jeden Fall. Bei Resident Evil 5 hat man schon gerätselt. Da war ja schon diese Frau im Tank zu sehen, diese Blonde. Da ist ja keiner auf Glück gekommen. Aber da haben viele gedacht, Mensch, das ist bestimmt Sherry. Aber nein, hat ja nicht sollen sein. Schade, ja. Wirklich schade. Mal wieder das Verworfene. Ist meistens das Beste. Naja. Ja. Nun gut, Leute. Wir nehmen seit fast 4 Stunden auf. Ist euch das bewusst? Wow. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. 3:53. Eieiei, Leute. Ich zeig die Nacht durch. Ich hab morgen frei. Ja, ich zum Glück auch. Ich hoffe, die anderen auch. Ist ja Samstag. Ja. In diesem Sinne, werte Zuschauer, ihr habt das Ganze wahrscheinlich jetzt in 3 Parts verfolgt, vermute ich mal. So human bin ich. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr beim längsten Podcast ever wahrscheinlich mitgewirkt habt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich meine, Resident Evil ist natürlich auch ein gewaltiges Thema. Und ich finde es klasse, dass wir uns da zusammengefunden haben und so ausschweifig darüber diskutiert haben. Freut mich sehr. Danke nochmal an euch dreien. Hat Spaß gemacht. Wirklich. War schön. Und wer weiß, vielleicht finden wir uns ja mal irgendwann wieder in einer anderen Konstellation, in einem anderen Thema wieder. Wird mich freuen. Und ja, werte Zuschauer, bitte, 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 ihr habt sicher auch eure Meinungen, postet eure Kommentare drunter. Wir werden sicherlich darauf eingehen. Natürlich sind alle
Teilnehmer in diesem Podcast verlinkt. Schaut auch mal rein. Ihr findet bei jedem Resident Evil Let's Plays, also guckt mal einfach mal rein, denke ich mal. Oder Slayer, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, oder? Ja, ich mache derzeit Resident Evil 1. Okay. Mache danach den Director's Cut und habe auch schon Dead Aim Let's Played. Na dann, perfekt. Bei Twin Bird und bei Pianist LP weiß ich es eh auswendig. Da ist auch Resident Evil Infos drin und guckt euch einfach an. Bei mir sowieso. Und ja, ich denke, wir haben wirklich alles abgehandelt. Also da dürfte nicht mehr viel offen sein. Falls doch, dann schreibt es uns. Und ja, ich freue mich über jeglichen Lesestoff. Jo, Leute. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Was noch davon übrig ist. Danke. Und bis irgendwann. Macht's gut und meine Gäste haben das letzte Wort. Ja, ciao. Und ja, lasst euch nicht von Zombies beißen. Ja, macht's gut und schaut euch Resident Evil LPs an oder spielt selber. Und ja. Bye bye. Jo, dann ciao Leute und kauft die Bücher und schaut mal bei mir vorbei. Jawohl.